1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ungefähr 7 Minuten unter uns hier im Radio und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Wir haben heute wie immer freitags eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 5050. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Jessica. Hallo Jessica. Hallo Domian. 24 Jahre bist du. Ja, genau. Ja. Um was geht's bei dir? Ich habe gestern versucht, zu deinem Thema anzurufen. Ja. Und zwar hatte ich vor 2 Jahren auch ein Erlebnis, also ein Bild, was mich nicht mehr loslässt. Ja. Dazu eine kurze Vorgeschichte. Also ich verletze mich circa seit 7 Jahren selbst. Ja. Und ja, vor ungefähr 2 Jahren ist das Ganze so ein ganz bisschen eskaliert. Und ich habe mich dann im Eifer des Gefechts einfach so tief geschnitten, dass ich bis zu meinem Knochen gucken konnte. Wow. Ja, genau. Wo? Das lässt mich halt so nicht mehr los. Nee, ich frage, wo hast du dich geschnitten? In den Arm, in den Finger oder wo? Am Schienbein. Ins Schienbein? Genau, also du direkt unterhalb vom Knie. Da hast du dich selbst geschnitten? Ja. Mit was? Mit einem Skalpell. Mit einem Skalpell? Ja. Wie bist du denn daran gekommen? Oh, das kann man handelsüblich in jeder Apotheke erwerben. Und dann hast du dich mit dem Skalpell so tief geschnitten, dass du den Knochen sehen konntest? Ganz genau. Warum hast du dich geschnitten? Da ist für mich viel zusammengekommen. Also zum einen hatte ich eine lange Pause zwischen 2 Phasen, wo ich mich geschnitten habe. Und immer wenn eine lange Zeit zwischenliegt, dann wird halt das Verlangen größer und die Quantität nimmt dann auch zu. Aber das ist ja dann doch schon eine sehr lange Zeit, ne? Was weißt du, was die Ursache deines Schneidens grundsätzlich ist, woher es rührt? Das sind verschiedene Dinge. Also das kann ich gar nicht so genau benennen. Das hat die Ursachen, denke ich, auf jeden Fall in der Kindheit mit den Eltern, gestörte Beziehungen und so weiter. Mhm. Das kann ich gar nicht genau auf ein spezielles Thema zurückführen. Hast du dich hier mit einem Therapeuten damit beschäftigt? Darüber beschäftigt? Ja, also ich war mal 1,5 Jahre in Therapie. Ah ja. Mhm. Und bin dann aber aufgrund eines Umzugs musste ich die halt vorzeitig beenden. Ja. Abbrechen vielmehr. Und ja, bis jetzt habe ich halt noch nichts Neues. Ach so. Das heißt, du bist zusammen mit dem Therapeuten schon ein bisschen so auf die Schliche gekommen, aber endgültig noch nicht. Ganz genau. Schneidest du dich denn zurzeit auch immer noch? Ja. Auch mit Skalpell? Ja. Wo am Körper? Ja, schon größtenteils da, wo es keiner sieht. Also nicht üblicherweise die Arme oder so, sondern schon eher Beine, Bauch, da, wo es halt keiner sieht, was man gut verstecken kann. Du schneidest auch mit einem Skalpell in deinen Bauch? Ja. Man kann das ja schon irgendwo dosieren, dass die Schnitte halt nicht so tief werden. Ich wollte gerade sagen, das kann unter Umständen doch auch, abgesehen davon, dass es schmerzhaft wird, auch sehr gefährlich sein. Ja, das schon, aber das Erlebnis vor 2 Jahren war mir... Das war das Schlimmste. Insofern eine Lehre, dass ich, ich weiß nicht, in dem Zustand ist man ja sowieso nicht so ganz real, aber dann habe ich das zumindest so weit unter Kontrolle, dass das nicht mehr so tief passiert. Mhm. Als du deinen Knochen da gesehen hast, bist du dann zu einem Arzt gefahren, um das irgendwie nähen zu lassen, zu behandeln zu lassen? Mhm. Sondern? Das habe ich selbst versorgt. Wie? Also, ja, ich habe es halt normal verbunden und es hat 1,5 Monate gedauert, bis das richtig zu war. Aber zur Zeit, wie oft kommt das vor, dass du dich schneidest? Also bei mir sind die Abstände eigentlich immer relativ groß. Also das Geringste zwischen zwei Schneideanfällen, das ist so ein Monat. Mhm. Und oft sind so 3 Monate oder so dazwischen. Ja. Ist das dann, wenn du das getan hast, ist das eine Erleichterung für dich? Ja, auf jeden Fall. Trotz der Schmerzen? Die nehme ich ja gar nicht wahr. Mhm. Das war ja das Kuriose. Also selbst vor 2 Jahren, als das gewesen ist, hat das überhaupt nicht wehgetan. Mhm.
Ich habe dann zwar die Nacht irgendwie total gefroren, weil ich doch ein bisschen viel Blut verloren habe und so, aber es hat halt auch bei der ganzen Heilung oder sowas gar nicht wehgetan. Haben das engere Menschen um dich herum schon mitbekommen, dass du das tust? Ja. Und ja. Wer zum Beispiel? Ja, meine Eltern wissen das, weil die mir am Anfang auch ein Stück bei der Finanzierung von der Therapie geholfen haben. Ja. Und ja, ganz eng stehende Freunde. Mhm. Also ich habe im engeren Freundeskreis auch 2, 3, die das ebenfalls machen, die das von daher auch sehr gut verstehen können und nachvollziehen können. Empfindest du das als eine Belastung? Nee, gar nicht. Weil mich das... Komisch. Es deutet ja schon auf etwas hin, was nicht in Ordnung ist, in dir und mit dir, ne? Ach, du meinst das Schneiden? Das Schneiden, ja, meine ich, oder? Ich dachte jetzt, dass ich Freunde habe. Nein. Ja, das ist so ein zwiespältiges Ding. Auf der einen Seite denke ich schon manchmal, das kann es nicht sein. Und auf der anderen Seite könnte ich es mir aber ohne auch überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwie vor die Wahl gestellt würde, dafür irgendwas anderes als Ersatz zu machen, dann würde ich es wahrscheinlich ablehnen, weil ich es doch viel zu sehr brauche im Moment noch. Das verstehe ich. Ich definiere mich da einfach zu sehr drüber. Nee, das Ideale wäre ja, dass du gar nicht mehr das Bedürfnis hast, dich schneiden zu wollen. Ja. Ne? Das wäre die Idealvorstellung. Und das, glaube ich, kannst du nur erreichen, wenn du dich vielleicht nochmal behandeln lassen würdest. Ja. Das finde ich auch. Ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Einverstanden? Okay. Magdalena heißt die, meine Psychologin. Jessica, dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich an. Alles klar. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an unter 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Wir haben heute eine freie Themennacht und in einer guten Minute ungefähr schaltet sich das Fernsehen zu und bis dahin machen wir jetzt noch ein ganz klein bisschen Musik. Meine lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen ein bisschen später dran. Wir bitten das zu entschuldigen. Hier im Radio haben wir schon angefangen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute die Nacht von Freitag auf Samstag immer eine freie Themennacht. Also gerne könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50. Ich habe vor 2 Tagen oder 3 Tagen in der Bildzeitung eine interessante Schlagzeile gelesen. Und da steht, neue Studie aus England, mit 40 haben Frauen den besten Sex. Und da steht, 75% der Frauen über 40 denken täglich an Sex. 25% haben häufig schmutzige Fantasien. Und 60% haben einmal die Woche Sex, hätten aber gerne mehr. Das macht mich jetzt sehr neugierig und würde gerne mit vielen Frauen über 40 reden,
wie es denn so bei Ihnen, wie es denn so bei euch ist. Macht der Sex über 40 mehr Spaß? Wobei ich gerade so nachdenke, was heißt über 40? Bis von wann? Von 40 bis 50, von 40 bis 60, von 40 bis 70? Egal. Meine Frage ist an euch Frauen, an euch etwas reifere Mädels. Wie ist das mit dem Sex? Ist der Sex mit 40 oder so ab 40, ist der genussvoller? Ist der intensiver? Steigt vielleicht sogar also das Verlangen nach Sex bei euch, nachdem so die wilden Jahre rum sind und dass man dann auf Qualität mehr Wert legt? Also, wenn ihr gerne mit mir darüber auch sprechen wollt, meldet euch. Ich bin sehr gespannt. 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. So, jetzt kommt aber erstmal der Jens dran und Jens ist 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Jens. Schön, dass du da bist. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich rufe eigentlich zu dem Thema von gestern an, dass ich ein Erlebnis hatte, was ich nie vergessen kann. Und zwar, meine Tochter liegt ohne Gehirnfunktion im Krankenhaus. Im Moment liegt deine Tochter ohne Gehirnfunktion im Krankenhaus? Genau, ja. Wie alt ist deine Tochter? Die ist jetzt 3,5, knapp 4 Monate. Ja. Sieht halt schlecht aus. Sie wird nie akut am Leben teilnehmen können. Das heißt, sie ist so geboren worden? Nein. Nein. Das ist durch eine Gehirnblutung entstanden, die natürlichen Ursprungs war. Man hatte mich auch vorher verhaftet, da die im Krankenhaus einen Schädelbruch festgestellt haben am Anfang und das sich dann aber als falsch rausgestellt hatte. Das heißt, ich bin dann auch wieder entlassen worden. Also das Kind war schon zu Hause bei euch? Genau. Und dann ist es mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus gekommen? Nein, es ist ins Krankenhaus gekommen, weil ich bin alleinerziehend. Ja. Weil ich festgestellt habe, irgendwas stimmt meiner Tochter nicht. Mhm. Sie war schlaff in meinem Arm und das ist beim Wickeln passiert, dass ich das dann bemerkt hatte, dass sie halt nicht mehr so atmet, wie ein Mensch halt atmet. Dann habe ich zum Telefon gegriffen und auch sofort versucht, den Notarzt zu rufen, habe mich dann auch erstmal verwählt, war dann bei der Polizei. Ja, Notarzt kam dann auch und zuerst hieß es dann, plötzlicher Kindestod könnte das die Ursache haben. Mhm. Bis man erst dahinter kam, was es dann wirklich war. Und wie gesagt, dann wurde sie zweimal geröntgt und man hatte dann den Schädelbruch festgestellt. Ja. Was aber in Düsseldorf der Gutachter als falsch rausgestellt hatte dann. Achso, also es war gar kein Schädelbruch. Nein, es ist nie ein Schädelbruch da gewesen. Und aufgrund dieser Vermutung, dass es ein Schädelbruch gewesen sein könnte, bist du ins Gefängnis gekommen? Nein, soweit ist es nicht gekommen. Ich war aber ungefähr 6 Stunden bei der Mordkommission. Weil man angenommen hatte, du hättest das Kind zugerichtet? Ja, ich hätte das Kind dann versucht zu töten. Mann. Also ich bin auch man hat Fingerspuren von mir genommen, Speichelprobe und auch Fotos gemacht. Ja. Und erst am Ende des Verhörs kam dann die erfreuliche Nachricht, dass es nicht so ist. Mhm. Jetzt lassen wir mal eben kurz fragen zwischendurch, warum bist du alleinerziehender Vater? Wenn du dich erinnerst, ich hatte letztes Jahr mal angerufen, dass ich mit einer Frau zusammen bin, deren Mann im Knast sitzt, der Kosovo-Albaner ist und bald entlassen wird und wir jetzt alle Angst davor haben. Dass das mal mein ehemaliger Freund gewesen ist. Ich erinnere mich. Ja. Nicht so ganz konkret, aber ich grob erinnere ich mich schon, ja. Genau, und zu diesem Mann ist sie zurückgekehrt. Ach so. Und das heißt, du bist von heute auf morgen, und das heißt, du bist mit dem kleinen Wurm alleine gewesen. Ein paar Monate war das Kind alt, oder ein paar Wochen, als deine Partnerin dann weggegangen ist. Ja, sie war 5 Wochen alt und meine Partnerin ist oft zu ihm gegangen, also zu ihrem Ex-Mann. Mhm. Sie wollte ja nur mit ihm reden, über ihre 3 anderen Kinder, die sie mit ihm hat. Ja. Die aber auch nicht jetzt bei ihr leben, sondern bei ihren Eltern. Die sind ja auch schon weggenommen worden. Und sie kam des Nachts auch nicht dann nach Hause und ich machte mir dann auch Sorgen und habe dann auch Jugendamt und ihre Eltern benachrichtigt, was da abläuft. Mhm. Und meine Vermutung war richtig. Ich bekam dann einen Anruf von ihm selber, und er hat mir dann auch gedroht. Mhm. Er wusste auch nichts von der Kleinen, wusste er also überhaupt nicht. Und also um das zu verkürzen, deine Partnerin ist dann gegangen und hat dich mit dem Kind alleine gelassen. Ja, wortwörtlich, ich scheiß auf das Kind, hat sie gesagt. Ich scheiß auf das Kind, hat sie gesagt. Ja.
Ich liebe ihn noch und ich möchte mit ihm und meinen anderen drei Kindern eine Zukunft haben und so nach dem Motto, ich kann machen, was ich will mit meiner Tochter. Wie schlimm für dich dann auch zu erleben, dass das Kind plötzlich ganz, ganz schwer krank wird? Und dass du auch noch, wenn auch nur ein paar Stunden unter dem Verdacht gestanden hast, dass du das Kind, dass du gewalttätig gewesen bist gegen das Kind? Also man fühlt sich als Schwerverbrecher, als Mörder irgendwie so, ne? Wobei aber die Ärzte dann mich wieder aufgebaut hatten und hatten gesagt, auch meine Reanimationsmaßnahmen waren alles richtig, ich habe wirklich keinen Fehler gemacht und so weiter. So, was ist denn nun bei dem Kind vorgefallen? Ja, und zwar, sie hatte eine Gehirnblutung, die nicht zu stoppen gewesen ist. Mhm. Das ist so weit gegangen, dass jetzt das Gehirn sich zersetzt hat. Also das Gehirn ist sich am Zersetzen, das wird eine breiige Masse. Die Ärzte haben auch zuerst gesagt, ich gebe ihrer Tochter 3 Wochen und dann ist es vorbei. So. Sie hat es geschafft, selbstständig zu atmen und auch wieder selbstständig Nahrung aufzunehmen. Mhm. Aber sie ist halt jetzt blind. Mhm. Sie kann zwar hören, aber wenig. Mhm. Und sie wird niemals akut am Leben teilnehmen können, weil so wie eine Wachkoma-Patientin. Sie ist im Krankenhaus? Noch, ja. Noch. Sie kommt aber jetzt später in ein Heim. In ein Heim. Mhm. Richtig. So wie du das jetzt erzählt hast, klingt das für mich so als Laie, dass das Kind überhaupt gar keine lange Überlebenschance hat. Also eine kleine Infektion könnte schon zum Tode führen. Mhm. Sie hat eine Überlebenschance, so wie der Arzt mir das erklärt hat, der Mensch kann ohne Haupthirn leben, weil die wichtigen Lebensfunktionen kommen vom Stammhirn aus. Mhm. Aber sie wird natürlich nie am Leben teilnehmen können. Das heißt, wenn sie länger lebt, ist sie ein absoluter Pflegefall. Richtig. Schwerstbehindert. Schwerstbehindert. Sie ist also, es kann sie keinerlei Persönlichkeitsstruktur bilden. Nein. Es ist ein Körper, der in seinen Lebensfunktionen noch funktioniert, aber mehr auch nicht. Ja, also mich hatten die Ärzte auch schon, also mir hatten die gesagt, ich weiß nicht, was ich ihrer Tochter wünschen sollte, am besten, dass er einfach aufhört zu atmen. Hat ein Arzt gesagt? Ja. Mhm. Siehst du das auch so? Ich weiß, also manchmal denke ich schon, ja, aber wenn ich dann bei ihr bin und sie im Arm habe und man sieht ja wirklich auch äußerlich nichts an und so, sie ist wie ein normales Baby, da denke ich mir, Gott sei Dank hat sie es überlebt. Mhm. Nur man macht sich natürlich auch Vorstellungen, was hat sie für ein Leben? Warum kommt das Kind nicht zu dir zurück? Warum kommt das in ein Heim? Weil es 24 Stunden pflegebedürftig ist und man muss auch sofort zur Stelle bei Krampfanfällen sein. Bei was? Bei Krampfanfällen. Bei Krampfanfällen. Mhm. Richtig, dadurch wird das Gehirn sich noch weiter zersetzen. Ist das für dich schwer, dass du es weggeben musst, das Kind? Das auf jeden Fall, ja. Mhm. Weil es, ich meine, ich war nicht lange alleine jetzt mit der Kleinen, aber man hat schon auch zu mir gesagt, jetzt in meinem Bekanntenkreis und im Bekanntenkreis der Eltern von meiner Freundin, also Ex-Freundin, dass ich es manchmal sogar besser mache als manch andere Mutter. Mhm. Aber du hast ja vorher dich auch 24 Stunden um das Kind kümmern müssen, da es noch so klein war. Warum ging das jetzt nicht mehr? Weil die Ärzte einfach gesagt haben, es kommt da viel zu viel auf sie zu. Mhm. Da habe ich mich natürlich auch erstmal überreden lassen und habe gesagt, ich gucke dann auch erstmal. Ja. Natürlich ist es noch eine gesetzliche Frage, weil ich bin nur der rein biologische Vater. Mhm. Weil der gesetzliche Vater ist eigentlich noch der Mann von meiner Ex-Freundin. Ach so, dann wird es sehr kompliziert, ich merke schon. Mhm. Richtig, das ist aber am Laufen, da läuft eine Vaterschaftsanfechtungsklage. Nochmal eine Frage zu der Gehirnblutung. Weiß man, was der Auslöser dieser Gehirnblutung war? Also es kann ein Gefäß geplatzt sein, also ein Ader oder ich weiß es jetzt nicht. Dann kann es erblich bedingt sein. Mhm. Dann kann es daran liegen, dass die Mutter in der Schwangerschaft vielleicht Alkohol, Drogen etc. zu sich genommen hat oder sehr viel Schmerzmittel. Das war aber alles nicht vorher abzusehen. Sie war vorher ein normales, gesundes, kleines Kind. Ja, ganz normal. Ein normaler Säugling. Mhm. Ja, sie hat jetzt zwar noch nie geschrien, wie jetzt also andere Babys halt schreien. Mhm. Das ist jedem irgendwie oft aufgefallen, aber bei den Untersuchungen oder so hat keiner was feststellen können. Jetzt muss ich nochmal fragen, wie sonderbar, wie kommt es denn, dass man so eine Fehldiagnose gestellt hat, dass der Schädel gebrochen sein könnte, sollte? Tja, das kann ich dir jetzt auch nicht so beantworten. Mhm. Da habe ich natürlich auch so in dem Moment nicht nachgehakt. Ja, ist klar, du warst ja geschockt wahrscheinlich. Und ich war froh, dann da raus zu sein und bei meiner Tochter zu sein. Mhm.
Das war ja gestern unser Thema, so ein Eindruck, der einen nicht mehr loslässt, den einen nicht mehr, den man immer vor Augen hat. Und das ist jetzt bei dir das Kind mit der enormen Gehirnschädigung. Ja, vor allen Dingen weiß man nicht mehr, wie es weitergeht. Mhm. Zuerst verlässt die Partnerin einen, man steht wirklich da komplett alleine. Der Vorfall mit meiner Tochter, wo man einfach in ein tiefes Loch fällt. Weiß denn die Partnerin, das heißt die Mutter des Kindes, weiß die von dem Unglück? Ja, das ist hier vom Jugendamt auch gesagt worden. Das hat sie aber so nach Äußerung des Jugendamtes halt kalt gelassen. Sie hat keine Reaktion gezeigt. Was für eine Mutter? Das habe ich mich auch gefragt. Vor allen Dingen, die hat noch drei andere Kinder, die bei ihren Eltern wohnen. Und da hat sie ihr, da hat sie den Kindern das Kindergeld noch geklaut. Wo ich mich frage, was das, was soll das, wie geht das? Also ich blicke da heute noch nicht hinter. Also Jens, ich wünsche jetzt für die nächste Zeit, das wird ja schon auch eine sehr harte Zeit für dich werden, wenn du das Kind im Pflegeheim besuchst und wenn du es immer wieder siehst, wenn du vielleicht auch eine Veränderung ihres Zustandes mitbekommst. Mhm. Sehr viel Kraft für diese Zeit. Ja, und die habe ich zurzeit absolut nicht, weil ich schließe mich eigentlich nur noch mehr oder weniger in meiner Wohnung ein und lasse keinen mehr an mich ran. Sollen wir dich nochmal zurückrufen gleich? Ja, das wäre nett. Das machen wir. Alles Liebe, alles Gute, Jens. Du legst auf, wir rufen nochmal an. Dankeschön, Domian. Okay, tschüss. Alles Gute, tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Nummer oder meldet uns unter domian@wdr.de. Hinweis auf morgen, also Samstag, morgen Samstagabend im WDR Fernsehen um 11:45, 23:45 Uhr ist mein Promi-Gast Gabi Köster morgen Abend. Und wenn ihr mit Gabi Köster telefonieren wollt, live in der Sendung, dann meldet euch während der Sendung oder meldet euch heute schon per Mail bei uns an. Jetzt geht's weiter mit der Christel und Christel ist 68 Jahre. Hallo Christel. Hallo Domian, dass ich mal durchgekommen bin. Bei ja, mir. Ne? Wunderbar. Deswegen hast du angerufen, ich Christel. Ich bin ein großer Fan von dir. Das freut mich. Und schau fast jede Nacht so. Ja. Wenn ich nicht vorher eingeschlafen ja, bin. Ja, wir sind ja immer sehr spät. Ja, leider, leider. Weswegen hast du angerufen? Domian, du hast eben die Bild-Zeitung zitiert, dass Frauen ab 40 den besseren Sex haben, besser genießen können, besser erleben können. Und dazu habe ich angerufen, fühlte ich mich aufgefordert. Bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, also ich bin seit einem Jahr mit einem Partner zusammen. Ja. Und wir beide haben fast täglich Sex. Das heißt, wir haben täglich Sex, mindestens einmal. Wie alt ist dein Partner? Der ist 61. 61, also fast gleichaltrig. Ja, fast gleichaltrig. Und das Wunderbare ist an diesem Sex, dass wir uns beide fallen lassen können. Mhm. Ne, wir können uns richtig hingeben, richtig genießen, erleben, fallen lassen. Wenn du das vergleichst zu früher, war das früher anders bei dir? Ja, ja. Wie kommt das? Ja, also da stand schon doch die Angst im Raum, werde ich schwanger. Ja. Ne? Mhm. Da war man schon. Und ich war auch früher verklemmter. Ja. Also ich bin jetzt im Alter, bin ich lockerer. Ja. Ich gehe mit der ganzen Sache, ganz anders um. Du sagst, du bist jetzt mit deinem jetzigen Partner ein Jahr zusammen. Ja. Wie lange warst du davor alleine? Davor war ich alleine 5 Jahre. 5 Jahre. Ist da irgendwas gelaufen oder war da wirklich gar nichts? Nee, da war gar nichts. Also ich habe meinen langjährigen Lebensgefährten nach 18 Jahren Zusammenlebens habe ich den verloren. An einer schweren Krankheit, an Krebs, ist er verstorben. Ja. Ja, und dann wollte ich erstmal gar nichts von Männern wissen. Dann steht einem aber, der Sinn nicht mehr zu. Hast du geglaubt, dass du so etwas nochmal so erleben wirst? Nein. Das glaube ich. Nein, wirklich nicht. Mhm. Wie war denn, du sagst, du warst mit deinem Lebenspartner, der dann verstorben ist, ja lange zusammen, als der noch gesund war. War das da auch schon so schön wie jetzt? Oder? Ja. Auch. Es war schön, so lange, bis ich in die Wechseljahre kam. Ach so. Und dann, weiß ich auch nicht, dann spürte ich auch
einmal auch keine Lust mehr. Mhm. Mhm. Also ich bin mit Ende 40 in die Wechseljahre gekommen. Wie lange haben die angedauert? Ja, ich sag ja, jetzt so, ja, auf einmal, ne, ging das dann wieder los. Ja, ja. Da ist dann natürlich die Krankheit, der Tod dazwischen gekommen, ja, ja. Was mich auch so ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber auf einmal verspürte ich wieder den Drang, auch körperlich verspürte ich den, dass, ja, wieder ein Mann her musste. Also du kannst die Studie nur unterschreiben, ne? Aus England. Du kannst die Studie, von der ich da gerade erzählt habe, nur unterschreiben, dass man dann. Auf jeden Fall. Ja. Ist die Qualität der Sexualität? Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht, dass es eine andere Qualität ist als früher. Eine ganz, ganz andere. Früher ging es vielleicht hektischer zur Sache und zackiger und jetzt genießt man es vielleicht mehr, ne? Ja, genau so ist es. Ja. So würde ich das auch beschreiben. Ja. Ne? Ist das mehr denn genießen, mehr, dass man eben auch auf die Tageszeit auch keine Rücksicht mehr nimmt. Ach so, ja, genau. Auch, genau. Ne? Ja. Das ist auch sehr wichtig, finde ich. Stimmt, früher ging das ja nur abends irgendwie nach der Arbeit und so. Jetzt du hast Zeit. Ja, oder nachts. Ne? Ja, ja. Und jetzt, wir sind beide Rentner und... Ja. Haben quasi den ganzen Tag, ne? Und wenn es dann uns überfällt, da fragt man nicht danach, jetzt ist Mittagszeit. Und bei deinem Partner, der ist 61 Jahre alt, sagst du, ist das bei dem ganz genauso, dass der auch so viel, offensichtlich schon, ne? Dass der auch so viel Lust hat? Ja, funktioniert alles auch noch gut? Ja, funktioniert wunderbar. Ohne Hilfsmittel, ohne Viagra oder sowas? Nee. Geht so. Ne, Schatzelein, er liegt hier zu meinen Füßen. Sag mal, wenn du so... Viagra ist nichts, nee. Sag mal, ist das üblich? Ist das so, ich habe es gehört, ist das so üblich? Sprichst du mit Freundinnen oder mit Bekannten über das Thema oder spricht man da nicht so drüber? Nee, da spricht man eigentlich nicht so drüber. Meine Freundinnen, die wollen alle nichts mehr... Sie sind auch so alle in meinem Alter, von 65 auch bis an die 70. Ja. Die wollen eigentlich nichts davon wissen. Mhm. Darf ich dich was... Ich habe das schon mal vorgetestet und ich traue mich auch gar nicht so richtig mit da... Aber ich meine, du hast gerade was Wichtiges gesagt. Du bist ja auch eine Generation, ihr seid ja leider Gottes alle sehr verklemmt aufgewachsen. Ne? Ja, und früher war die Moral sehr, sehr... Und umso schöner ist es, dass das jetzt bei dir oder bei euch beiden so rausbricht und ihr das nochmal so richtig aus vollen Zügen genießen könnt. Ne? Ja, denke ich auch. Finde ich wirklich. Ja, und ich danke dem lieben Gott wirklich jeden Tag dafür, dass wir das noch genießen dürfen. Ich glaube, das ist auch gut. Also für mich im Augenblick ist das die wunderschönste Sache der Welt. Ja. Ich glaube, es ist auch gut. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Ich glaube, es ist auch gut für die Gesundheit. Ja. Ja, ich glaube schon. Das ist wie Joggen gehen. Ich habe immer unter hohem Blutdruck gelitten, Domian. Und nun ist es weg. Normal. Ja, ganz normal. Was ich dich gerade noch fragen 130 wollte. 130 zu 80. Ich habe noch nie so einen guten Blutdruck gehabt. In der Zeit, als du alleine warst, war da so die Sexualität gänzlich eingeschlafen oder hast du dich schon ab und zu mal selbst befriedigt? Ich hab mich selbst befriedigt. Das schon. Also war schon so eine Flamme war da am Flackern, ne? Ja, doch. Ja, ja, und da habe ich dann gemerkt, ich muss irgendwas machen. Mhm. Ne, denn, das war eben... halt Selbstbefriedigung. Ja, ne? Ist ja okay. Das hat mich nicht 100% befriedigt. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss was machen, ich muss versuchen, jemanden kennenzulernen, rausgehen und und hatte dann das Glück. Also, liebe Christel, 68 Jahre, ich finde das wirklich klasse, dass du so offen darüber erzählst und ich gratuliere euch beiden, dass ihr euch gefunden habt. Ja. Dankeschön, Domia. Darf mein Partner auch noch einen Satz gerne. Zu dir sprechen? Dann sagen wir schon mal Tschüss. Mal wir beide. Okay, tschüss, Christel. Tschüss, Domia. Danke. Jo, tschüss. Ja, hallo, hier ist der Wolf. Hallo, Wolf. Ich bin der Partner von Köspe. Ja. Jetzt ist Folgendes. Ich wollte nur noch sagen, vorhin haben Sie gesprochen von Viagra. Ja. Und da will ich nur sagen, ich brauche alle solche Stimulationen nicht. Ja. Ich habe meine Frau, die mich immer versteht, anzumachen. Ja. Und das ist
Das ist das beste Viagra, was mir passiert. Also dein Viagra heißt Christel, ne? Richtig, genau. So kann man sagen. Wobei wir ruhig auch sagen können, das ist auch nichts Schlimmes, wenn ein Mann, vielleicht wenn er älter ist, halt so ein Pillchen mal nimmt und dann Spaß am Sex hat. Ist ja auch okay, wenn es nicht anders geht. Ja, ich habe jetzt erst ich bin jetzt 61 ja. mittlerweile, und ich habe jetzt erst mit Christel die Partnerin gefunden, ach, wo ich also wirklich den besten Sex meines Lebens hatte. Das finde ich, Wolf, eine ganz enorme Aussage. Wenn du als 61-jähriger Mann sagst, ich habe jetzt erst meine Partnerin gefunden, wo es richtig gut abgeht. Ja. Das finde ich verrückt ja. einfach. Ich meine, ich war bis vor einem Jahr, ich war kein Mönch. Ich habe auch vor Christel auch viele Frauen gehabt. Ich war zweimal verheiratet und ja. all sowas. Ja. Aber ich habe Christel kennengelernt. Und das ist für mich also das, wie soll ich sagen, Nonplusultra. Ein richtiger Frühling nochmal. Ja, aber mehr wie ein Frühling. Aber mehr wie ein Frühling. Wir hören in dieser Sendung oft so sehr traurige Sachen. Deshalb freue ich mich auch sehr, sowas Schönes jetzt mal gehört zu haben. Ja, wir hören die, oder wir sehen die Sendung ja öfter. Ja. Man kann ja fast sagen regelmäßig, ja. wenn wir noch wach sind. Ja. Wenn wir nicht anderweitig auch beschäftigt ja, sind. Ja, ja, ja. Aber es ist manchmal wirklich traurig. Ja. Also muss ich sagen. Und ich bewundere den Menschen, der da sitzt. Und ja, die sich diese ganze Traurigkeit da anhören muss, diesem. Aber wie gesagt, dann freue ich mich auch sehr, sowas zu hören, was ihr beide erzählt habt. Und ich beglückwünsche euch nochmal von ganzem Herzen. Lieber Wolf, vielen Dank. Alles wir Liebe. Werden uns bemühen, in den nächsten 50 Jahren noch genauso fit zu sein. Genau, so das wünsche ich euch und so soll es sein. Alles Gute, wiederhören, tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne anrufen wollt, dann macht das unter der Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Kai und Kai ist 24. Jo, hi. Hallo Kai. Ja, ich wollte eigentlich zu dem Thema von gestern anrufen. Ja. Gestern bin ich noch nicht in deine Sendung gekommen, aber ich denke mal, das können wir dann heute nachholen. Also schlimmer Eindruck, der so hängen geblieben ist, der manchmal los ist. Richtig, ganz genau. Mhm. Das war bei mir so vor ungefähr 6 Jahren. Mhm. Da hat mein Vater versucht, das erste Mal sich umzubringen. Mhm. Mein Vater ist psychisch krank, also er leidet unter starken Depressionen. Mhm. Und das hat sich dann so abgespielt, dass er halt zur Bettgehzeit, sage ich jetzt einfach mal, ins Badezimmer gegangen ist. Mhm. Und aber meine Mutter ihn fast 20 Minuten später immer noch nicht hat wieder rauskommen sehen und sich dann halt gefragt hat, wo bleibt er denn? Warst du zu dem Zeitpunkt auch in der Wohnung? Ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Nicht in der Wohnung. Nein, nein, nein. Also er blieb lange im Badezimmer. Richtig, ganz genau. Und dann hat sie halt an die Tür geklopft und hat halt gefragt, was ist los, und hat da eigentlich nur noch ja sehr unterdrückte Laute quasi aus dem Badezimmer vernommen und hat dann natürlich Angst mit der Angst zu tun bekommen. Ja. Hat weiterhin an die Tür geklopft, hat gesagt, komm, mach auf. Ja. Und hat sich aber eigentlich nichts getan. Dann hat sie mich angerufen. Mhm. Ich war auf dem Weg nach Hause. Mhm. Ich war keine 100 Meter von der Tür weg. Und bin dann halt auch reingestürmt, habe erstmal auch noch versucht, ins Badezimmer zu rufen. Hat nur nicht besonders viel gebracht. Mhm. Ja, ich habe meiner Mutter gesagt, komm, ruf einen Krankenwagen. Hilft nicht viel. Da kann nur was Schlimmes logischerweise passiert sein. Also die Tür war abgeschlossen? Die war abgeschlossen. Die hat er ganz bewusst abgeschlossen, ja. Mhm. Und da ich dann einfach mir weiter nicht zu helfen wusste, was zum Teufel soll ich jetzt machen, habe ich die Tür eingetreten. Ja. Und er lag dann halt da, beziehungsweise mehr oder weniger sitzend, und hat sich versucht, die Pulsadern aufzuschneiden. Mhm. Da war er dabei, als du eingedrungen warst? Nee, das hat er dann schon gemacht. Das war schon geschehen. Das war schon geschehen. Ja. Er saß dann logischerweise in seinem eigenen Blut dort. Mhm. Und auf der Erde oder auf der Toilette? Nee, auf der Erde, auf dem Boden. Mhm. Wie gesagt, so halb liegend, halb sitzend. So, wie soll ich sagen, so als wäre er im Umkippen, hätte er irgendwie angehalten, so in etwa. Und was mich dann im Nachhinein gewundert hat, wie kühl und rational ich eigentlich gehandelt habe, weil es war einfach für mich, ich habe mich klar erschrocken, keine Frage. Hab dann allerdings mir sofort ein Handtuch geschnappt, hab das an diesen Arm gepresst und hab ihn davor bewahrt, wirklich auf den Boden zu fallen, sodass der Kopf noch weiter verletzt wird.
dann kam meine Mutter zurück, hat natürlich geschrien, hat angefangen zu weinen, hat sich auf dem Boden zusammengesackt. Und dann musstest du dich um die auch noch kümmern? Ja, ehrlich gesagt habe ich das überhaupt nicht. Ja. Meine Mutter saß da erstmal und dann war gut. Die saß da, die hatte ja nichts. Was sollte ich da großartig tun? Und dann bin ich halt schnell zum Telefon gelaufen, habe meine Oma, die hier in der Nähe wohnt, angerufen. Soll den Krankenwagen bitte an der Straße abfangen, damit er weiß, wohin zu fahren hat. Ja, und dann ist er halt ins Krankenhaus gekommen. Rausgestellt hat sich dann hinterher, dass er dann sich am Anfang versucht hat mit Schlaftabletten, schon so weit wo wahrscheinlich zu betäuben, und wollte dann mit dem Aufschneiden der Pulsadern wahrscheinlich so den ganzen Rest sich geben. Aber man hat ihn dann retten können? Ja, das hat man. Das war also, wie gesagt... Das war vor 6 Jahren? Das war vor knapp 6 Jahren, ja. Deswegen hasse ich seitdem eigentlich, muss ich sagen, den Herbst. Ach. Weil, wie gesagt, es war das erste Mal, dass er es versucht hat. Insgesamt waren es 4 Mal, die er es versucht hat. Und es war immer im Herbst und es war immer im November. Und von daher hasse ich seitdem den Herbst. Und ich lebt dein Vater noch? Ja, der lebt noch. Also sechsmal versucht? Nein, vor 6 Jahren das erste Mal. Viermal versucht. Ja, genau. Einmal nochmal zu Hause, einmal sogar in der Psychiatrie selber. Er war logischerweise danach in stationärer Behandlung. Nicht nur einmal. Und geht es ihm denn jetzt? Hat man denn, ich meine, gegen Depressionen kann man ja nur was tun. Die kann man ja behandeln lassen. Ja. Wie geht es ihm zurzeit? Es geht ihm momentan sehr gut. Und er ist stabil. Klar, er kann natürlich aufgrund der Krankheit, aufgrund von Medikamenten, Antidepressiva etc., kann er nicht mehr arbeiten gehen. Er ist Frührentner. Hast du Angst, dass es nochmal passieren könnte? Ja. Ja. Jedes Jahr. Und wenn du sagst, der Herbst, jetzt, der steht vor der Tür und Oktober, November? Ich ertappe mich dabei, dass ich jedes Mal, wenn er auf Toilette geht und ich bin in der Wohnung, dass ich nach spätestens 10 Minuten einmal an der Toilette vorbeirenne und frage, wie sieht's aus? Ist doch alles okay? Oder einfach eine Frage, Dad, wo bist du? Und Hauptsache, ich kriege eine Antwort aus der Toilette, die mir zeigt, es ist alles okay. Hat er sich, redet ihr darüber, dass er sich schon hat 4-mal versucht, das Leben zu nehmen? Oder ist das ein Tabuthema? Ich denke, dass meine Eltern zwischeneinander darüber wohl schon reden. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Mein Vater und ich haben zwar ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber es gibt, glaube ich, so Dinge zwischen Vater und Sohn, auch wenn ich noch einen älteren Bruder habe, die einfach irgendwo, die beredet man einfach nicht. So tief drin, ich glaube, wir müssen da auch gar nicht drüber reden. Er weiß, dass ich das weiß, logischerweise. Er weiß auch, dass du damals sehr gut gehandelt hast und intuitiv sehr klar gehandelt hast. Ja, jetzt muss ich dazu sagen, als es dann vorbei war, als dann, es war so, als er im Krankenhaus war, wirklich so, für mich klar war, jetzt, ab jetzt kann ich überhaupt nichts mehr tun. Das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen, als er im Krankenwagen war. Aber es war wirklich erst so, er war im Auto, im Krankenhaus und dann war gut. Und ab da bin ich, glaube ich, total abgedreht, wirklich ist so. Freunde von mir waren ja noch dann dahinter zugekommen, weil die eigentlich zu mir kommen wollten an dem Abend und die sind dann quasi hinterhergefahren, als der Krankenwagen abfuhr, weil die zu dann angekommen sind. Und ich bin ins Auto gestürmt, ohne wirklich groß zu reden, nachzudenken. Ich war wirklich vollkommen neben mir. Dann kam der Schock nachträglich bei dir hoch. Richtig, ich bin ins Auto gestiegen und bin geradewegs zu meinem besten Freund gefahren, ohne groß drüber nachzudenken. Ich habe die Türen am Auto verschlossen, sodass die beiden Freunde, die da waren, nicht in mein Auto konnten. Ganz bewusst wollte ich nicht, dass die zu mir kommen. Ich bin zu meinem besten Freund gefahren, der machte mir die Tür auf und da bin ich zusammengebrochen. In Tränen logischerweise. Ja, erst da war dann für mich wieder sicher, hier bin ich sicher, hier ist alles okay. Ja, ja. Und da habe ich mich dann mehr oder weniger fallen lassen. Also Kai, wollen wir hoffen, dass dein Papa es weiter gut geht? Das hoffe ich alles. Und dass alles so im Lot bleibt. Ja, der Herbst steht ja noch vor der Tür, aber ich will den Teufel nicht an der Wand malen. Aber dass du und ihr gut durch den Herbst kommt. Ja, das denke ich doch, aber ich danke dir trotzdem. Ich wünsche dir alles Gute, auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss, Kai. Tschüss. So ihr Lieben, mein Gast morgen Nacht, nochmal der Hinweis, ist Gabi Köster. 11:45 hier im WDR-Fernsehen live. Und wenn ihr gerne mit Gabi Köster sprechen wollt, ruft morgen während der Sendung an oder eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet oder meldet euch heute per Mail an. Übrigens, wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht drauf zu schreiben. Ich muss es immer und immer wieder sagen. Eure Telefonnummer
das vergessen so viele Leute und dann ist das für meine Mitarbeiter so sehr zeitaufwendig, dann nochmal zurückzumelden, bitte, wir sind interessiert, bitte meldet uns auch normal, plus Telefonnummer und dann dauert das, dann kommen wieder andere. Also das Beste ist direkt, wenn ihr euch beteiligen wollt, kurze Mail, ein paar Stichworte zu eurem Anliegen, eurer Frage, eurem Thema und die Telefonnummer draufschreiben. So, weiter geht's mit Ilona und Ilona ist 48 Jahre alt. Hallo Ilona. Hallo. Hi. Ja, ich kann nur bestätigen, was du da mit der Zeitung da vorgelesen hast. Ah, es geht also um Sex über 40. Ja. Ja? Ich kann es nur bestätigen, es ist richtig ausgeprägt. Es ist richtig ausgeprägt. Und du merkst auch einen direkten Unterschied so zu, sagen wir mal, du bist jetzt 48, wenn du jetzt 15 Jahre zurückdenkst. Da war halt nichts. Da war nichts? Nee, es war nur Pflicht. Ach. Wie erklärst du dir das? Keine Ahnung. Vielleicht ist jetzt am neuen Partner. Ja. Seit einem Dreivierteljahr habe ich einen. Ja. Und seitdem geht's ab. Ab wie die Luzi. Egal wo, wann. Na gut, ich bin auch jetzt Frührentner. Er ist ein bisschen älter als ich. Ja. Und ja. Im Stand, was habe ich gerade hier gelesen? 75% der Frauen über 40 denken täglich an Sex. Jo. Du auch? Ja. So, 25% haben häufig schmutzige Fantasien. Jo. Du auch? Ja. So, 60% haben einmal die Woche Sex, hätten aber gerne noch mehr. Also das kann ich nicht, also wir haben es 4-5 Mal am Tag. Ah, 4-5 Mal am Tag? Ja. Wie alt ist dein Partner? 65, wird 66. Ich fass es nicht. Was ist denn hier los? So oft, das macht man doch so in der Spätpubertät, so unter 20 oder so. Nee. Das ist ja unglaublich. Und ihr nehmt nichts ein, was euch irgendwie... Nein. Was euch irgendwie so auf... Nein. Das ist ja unglaublich. So oft am Tag. Ja, wir brauchen es nur angucken, dann wissen wir schon, was wir wollen. Also interessant ist ja, du erzählst das jetzt. Gerade der Wolf hat das erzählt und die Christel, dass man vielleicht, wenn man etwas älter ist, vielleicht die Chance hat, sich auch intensiver auszuleben. Das ist richtig. Und vor allem, wie er sagt auch und sie sagt auch, danach auch, das ist nicht das Wegdrehen, ja, sondern dass man sich dann auch noch lange Zeit doch hat, so den Körper noch zu spüren, zu liebkosen. Ja, das macht man, als junger Mensch auch. Aber vielleicht... Aber nicht so ausgeprägt. Mhm. Vielleicht profitiert man aber auch von den vielen Erfahrungen, die man schon hat, wenn man etwas älter ist. Das kann schon möglich sein. Dass man die in das ganze Spiel mit einspeist und dadurch das Ganze viel vielfältiger sein kann. Kann schon möglich sein, ja. Hast du das für möglich gehalten, so vor ein paar Jahren? Nein. Gar nicht? Nein, gar nicht. Mhm. Ich sage, das hätte ich auch nicht geträumt, dass das überhaupt mir sowas nochmal passieren kann. Ja. Ja. Nie und nimmer. Wenn du mal die Zeit nochmal zurückgehst, so, ich sag mal so zwischen 16 und 25, 25 und 35 und jetzt. Jetzt ist natürlich die beste Zeit, wie du sagst. Ich war vorher ein Sexmuffel. Komplett, die ganze Komplett. Zeit. Auch direkt so nach der Pubertät. Ja. Liegt das jetzt auch an diesem Partner, den du gefunden hast? Vermute ich mal, ja. Ja. Doch. Wie war das bei dir mit Selbstbefriedigung vorher? Lief da auch nicht viel? Auch, ne? Aber ja. Doch, das ging wunderbar. Das schon, ja. Ja, ja, das heißt, es schlummerte schon. Es musste nur jetzt nochmal richtig geweckt werden, ne? Ja, das hat er getan. Das hat er getan. Und jo. Da geht's aber jetzt jeden Tag volle Kanne ab. Ja. Ja, Ilona. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr für dich, für euch alle, die ihr das so gut getroffen habt. Und wünsche weiterhin sehr viel Spaß und Vergnügen, du und dein Freund und der Sex. Danke. Alles Liebe, tschüss. Also, tschüss. Jo. Und Stefan, 25, hallo. Hallo Domian. Hallo Stefan. Wie geht's dir? Danke. Bei mir geht alles drunter und drüber im Moment, ehrlich. Oh. Wie soll ich anfangen? Ich fange mal so an. Ich habe im Juni 2002 geheiratet, ja, weil mein Sohn auf dem Weg war, ja, auf die Welt zu kommen. Und 4 Wochen später hat er es auch getan, mhm, nur leider 4 Monate zu früh. Mhm. Also 25 Schwangerschaftswoche, er war so groß wie meine Hand, mhm, und... Ja, absolut lebensunfähig gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Hatte bei der Geburt eine Hirnblutung. Bei der Hirnblutung oder nach der Hirnblutung ist die linke Hirnhälfte zerstört worden. Die was für eine Hälfte? Die linke Hirnhälfte. Was ist das? Die linke Seite. Ach, die linke Hirn. Ach, ich hab's akustisch nicht verstanden. Die linke Hirnhälfte. Die linke, oder? Hirnhälfte, ja. Mhm. Und hat einen Hirnwasserüberdruck, was nicht abgeleitet werden kann. Mhm. Deswegen hat er einen Schlauch im Kopf, in den Magen. Mhm.
und hat also jetzt in den 3 Jahren, wo er jetzt lebt, 21 Operationen hinter sich. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Dieser Schlauch ist implantiert. Der ist immer da. Der geht unter der Haut, hinterm Ohr entlang, runter in den Magen. Und da ist halt ein Ventil oben am Kopf, was sich halt öffnet, wenn der Druck halt steigt. Hat denn diese Gehirnblutung und all das, was geschehen ist, auch eine Auswirkung auf seine geistige Entwicklung? Ja, das auf jeden Fall. Also alles, was ja die linke Hirnhälfte steuert, ist ja die rechte Körperhälfte. Und die funktioniert halt nicht so, wie sie sollte. Deswegen muss jeden Tag Krankengymnastik gemacht werden, jeden Tag Ergotherapie. Das heißt, er ist körperlich behindert, kann man ja so sagen. Ja. Wie ist es geistig? Geistig, naja, also er reagiert, wenn man ihm was sagt, ja. Aber mit Sprechen und so ist noch gar nichts. Er kann auch immer noch nicht von alleine sitzen, obwohl er jetzt schon 3 Jahre alt ist. Aber er kann sehen? Sehen kann er auch, aber nicht wirklich gut, ja, weil auch der Sehnerv sehr angegriffen ist, ja. Und, also man kann schon sagen, ein schwerbehindertes Kind. Ja, kann man schon sagen. Ja, ja. Also im Behindertenausweis steht es auf jeden Fall drin. Das war auch das, was die Ärzte uns vorausgesagt haben. Aber er entwickelt sich eigentlich sehr gut. Ja. Ja, einfach abwarten. Ja. Ja. Also das ist jetzt, kann man nicht sagen, wie es werden wird und ob er laufen kann, ob er sprechen kann. Wie war das für dich damals im Jahre 2002 oder für euch auch, als ihr dann gesehen habt oder erfahren habt, dass das Kind eben nicht rundherum gesund ist und es alles nicht seinen normalen Weg nehmen wird? Es war übelst hart, also es war wirklich hart. Weil Punkt 1 ist, dass wir in Frankfurt wohnen und die Eltern meiner Frau in Greifswald wohnen und sie also hier komplett alleine ist. Ja. Ja? Und ich auch zu dem Zeitpunkt Stress mit meinen Eltern hatte und auch alleine war quasi. Und ich jede Nacht 12 Stunden arbeite. Und jeden Tag sie wieder hochziehen musste, ich musste mich hochziehen und die Arbeit und alles, also es war verdammt hart. Und er lag ja auch 2 Jahre im Krankenhaus. Ja. Ach, er lag 2 Jahre im Krankenhaus? 2 Jahre, ja. Er hat ja die meiste Zeit seines jungen Lebens im Krankenhaus verbracht. Richtig, ja, richtig. Dann kommen jetzt noch die epileptischen Anfälle dazu, ja, und lauter Medikamente, die haben irgendwann nicht mehr gewirkt. Dann. Das heißt, lass mich mal fragen mit dem Krankenhaus. Das heißt, ihr und deine Frau oder deine Partnerin, ihr seid ja jeden Tag ins Krankenhaus gegangen? Jeden Tag. Um die Beziehung zu dem Kind auch herzustellen? Sonst richtig, genau. Ich bin jeden Tag nach der Arbeit, nach 12 Stunden Arbeiten, noch 4 Stunden ins Krankenhaus gefahren. Du arbeitest jede Nacht 12 Stunden? Ja, im Nachtdienst. Was machst du? Sicherheitsdienst. Ja. Ja. Und ja, dann halt ein paar Stunden schlafen, dann wieder auf die Arbeit. Und dann wieder ins Krankenhaus, wieder schlafen, wieder Arbeit. Und das 2 Jahre lang. Du hast gerade gesagt, zu Beginn des Gesprächs, bei mir oder bei uns geht es drunter und drüber. Ja, was meinst du damit? Also es ist jetzt so, dass gerade mit dem Kleinen, dass die Ehe sehr belastet hat, aber richtig belastet hat. Und jetzt ist es halt so, nach 3,5 Jahren, knapp 3,5 Jahren, dass es so gelaufen ist, jetzt letzte Zeit, sie geht ihren Weg mit dem Kleinen und ich gehe meinen Weg. Ja, also es ist auch... Was heißt, du gehst deinen Weg? Ja, also ich gehe halt arbeiten und mache halt hobbymäßig ein paar Fotos und so, um halt den Kopf mal frei zu kriegen. Ach so, das heißt, du bist so zu dritt, seid ihr gar nicht so viel mehr Nein, zusammen? Nein, gar nicht, ja. Und wenn ich zu Hause bin, kümmere ich mich auch um den Kleinen, ganz klar. Ja, ich bin auch immer für ihn da gewesen, habe auch ihr die Arbeit abgenommen, wenn ich frei hatte. Das war auch nicht das Problem, aber wir haben uns komplett auseinandergelebt. Ja. In den 2 Jahren, wo er im Krankenhaus lag und wir zusammen immer ins Krankenhaus gefahren sind, war das nicht. Ja. Ja, aber jetzt was heißt auseinandergelebt? Heißt das, dass ihr auch Streit miteinander habt? Ja, Streit eigentlich weniger. Also ich habe mich mit meiner Frau erst ein einziges Mal gestritten und das war vor 3 Wochen. Und was ging es da? Da ging es darum, dass sie halt mir unterstellt hätte, ich hätte verschiedene Verhältnisse. Stimmt das? Nein. Zu dem Zeitpunkt hatte ich kein Verhältnis. Aber mittlerweile hast du schon eins gehabt. Ja, das ist ja jetzt mein Problem, was ich habe. Erzähl. Und zwar, ab 1.8. vor 6 Wochen, oder wann das jetzt war, musste ich auf Lehrgang. Und bei diesem Lehrgang ist halt eine Arbeitskollegin gewesen. Die habe ich das erste Mal gesehen und denke so, boah, alter Schwede. Und hatte aber davor nie irgendwelche Ambitionen, mich nach anderem umzuschauen oder irgendjemanden nachzugucken. Ich hatte gar keinen Kopf dafür, ja. Und bei ihr war das halt so, das hat getroffen und dann war es gelaufen für mich, ja. Und das heißt, das war jetzt nicht, war das nur so eine Ein-Nacht-Geschichte? Nein. Das ist jetzt schon ein Verhältnis. Ja, also das ging dann so, wir hatten dann ja mehrere Tage Kurs, der Kurs läuft auch jetzt noch. Und da haben wir uns auch immer wieder gesehen, dann haben wir uns mal unterhalten. Ja. Und ich habe ihr dann auch erzählt, weil der Kleine liegt immer in Mainz im Krankenhaus und sie wohnt in Mainz. Ja. Und da hatte ich sie mal mitgenommen, weil ich dann ins Krankenhaus gefahren bin und habe sie halt mit nach Hause genommen quasi.
Und hatte ihr dann im Auto auch erzählt, dass ich verheiratet bin und ein kleines Kind habe und schwer krank und so. Und ist sie auch in einer Beziehung? Nein, sie ist nicht in einer Beziehung. Und würdest du denn sagen, dass du dich verliebt hast in diese Frau? Ja, ich glaube schon. Ja. Weiß deine Frau davon? Das Dumme an der Geschichte ist, dass meine Frau mich kontrolliert hat, aber von A bis Z. Es ging an mein Handy und hat meine SMS gelesen und gelöscht, ja, und hat dann auch von ihrem Handy aus allen möglichen Personen aus meinem Handy eine SMS geschrieben, die sie gar nicht kennt, ja. Das heißt, sie hat es rausgekriegt? Mehr oder weniger, ja. Ich habe es auch nicht abgestritten. Ja. Ja. Wurde denn offen darüber gesprochen jetzt schon mal? Ja, wir haben dann darüber gesprochen. Das war dann dieser besagte Krach vor 3 Wochen. Ja. Da hat sie mich dann auch vor die Tür gesetzt und hat gemeint, ich soll dann halt zu der da gehen. Ja, ja. Also es war jetzt ein O-Ton. Und, aber so richtig die Kacke am Dampfen, ne? Ja, aber volle Bulle, ja. Und dann saß ich halt quasi vor der Tür und habe dann halt auch arbeiten müssen an dem Tag und saß dann halt zu Hause und habe überlegt, ich kann mich von meinem Kleinen nicht trennen. Es geht einfach nicht. Ja. Und wenn mein Kleiner nicht wäre, wäre ich auch schon längst zu Hause weg. Ja. Das ist ein schlimmer Satz, bezogen auf eure Beziehung. Ja. Das heißt, die Beziehung ist tot. Die ist tot. Die ist definitiv tot. Von meiner Seite ist sie tot. Das ist ja das Schlimme an der Geschichte. Ja. So, jetzt ist die Überlegung aber. Ich meine, das ist immer die Überlegung, die dann ansteht, wenn man so einen Satz gesagt hat. Gibt es denn nicht irgendwie eine Möglichkeit, so wie es viele tausend andere Paare auch machen, eine Regelung zu treffen, dass man für das Kind da ist, dass man regelmäßig Kontakt zu dem Kind hat, dass man sich aber als Eheleute, als Paar voneinander trennt? Ja, im Prinzip wäre es auch kein Problem, weil wie gesagt, wir haben uns ja noch nie gestritten gehabt. Ja. Nur ich weiß, oder das hat sie mir auch gesagt, dass wenn wir uns trennen oder auch scheiden lassen, sie hoch zu ihren Eltern zieht nach Greifswald. Ach so. Und dann, wann sehe ich den Kleinen dann mal, ja? Und dann kommt auch noch der Faktor Geld hinzu. Wie viele Kilometer sind das von Frankfurt? Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Von ich Frankfurt glaube, um die 800. 800, zu viel? Ja. Das ist natürlich eine... Also wir sind letztens hochgefahren und da war ich 14 Stunden unterwegs. Also es ist schon ordentlich, ja. Aber Fakt ist ja, du bist extrem unzufrieden in der Beziehung. Ja. Du hast dich neu verliebt. Ja, genau. Ich höre jetzt aus dem, wie du ja sagst, aber wie, ne, hast du dich verliebt? Ja, ich bin halt extrem unsicher, weil ich das vorher noch nicht hatte. Ja. Nun ist das Ganze ja noch relativ frisch, kann man sagen. Das stimmt, ne? Ja, aber es passt alles. Es passt wirklich alles. Ja. Ich meine, ich glaube nicht daran, dass das eine lange Perspektive hat, dass ihr beide quasi in einer toten Beziehung noch sehr lange zusammen sein könnt. Richtig. Ich glaube das nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Es wird irgendwas wird sich finden, wie es gehen wird. Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn jetzt auch noch eine neue Frau mit im Spiel ist. Ja. Ja, ich weiß, dass es irgendwann wieder einen Schlag tun wird, ja. Das weiß ich. Und ich bin ja jetzt auch wieder daheim wegen dem Kleinen. Weil ich bin ja dann am nächsten Tag, wo der Krach war, ja direkt nach der Arbeit nach Hause gefahren, obwohl meine Frau das ja nicht wollte, dass ich nach Hause komme. Wegen dem Kleinen. Ich komme von ihm einfach nicht los, ja. Aber es wird in 2 Jahren oder in einem halben Jahr nicht anders sein. Ist das eine Drohung gewesen von deiner Partnerin, wieder zurück nach Greifswald zu gehen? Nein, wir hatten ja dann am Tag später nochmal darüber gesprochen und da meinte sie, was hält mich denn noch hier, wenn wir uns trennen? Sie ist ja komplett alleine mit dem Kleinen, ja. Und da habe ich auch gesagt. Ich meine, sie hat ja ebenfalls auch eine große Verantwortung zu tragen für das Kind. Na klar. Und zu dieser Verantwortung gehört auch, dass sie auch dafür sorgen muss, dass der Kleine einen regelmäßigen Kontakt zu dem Vater hat. Naja, klar. Eigentlich müsste da ein Arrangement getroffen werden, das im Sinne des Kindes ist. Ja, nicht, was für sie am bequemsten ist und was für dich am schönsten ist, sondern was für das Kind das Beste ist. Ne? Und wenn für das Kind das Beste ist, dass sie vielleicht noch eine Weile in Frankfurt lebt, weil das irgendwie nicht anders geht mit der Arbeit bei dir, weiß ich was, da müsste man da eine Regelung finden. Ist deine Frau, ist sie sehr zornig im Moment, ist sie sehr verletzt? Im Moment eigentlich gar nicht, ja, also wir reden auch fast gar nicht jetzt im Moment, ja, ich komme halt nach Hause, sie macht mir dann auch mein Essen, ja, für abends dann. Aber so großartig gesprochen wird nicht. Es ist mehr so eine Stimmung, naja, wir reden mal jetzt nicht drüber. Nach dem Motto, vielleicht vergeht das alles wieder. Ja, genau. Also sie denkt jetzt vielleicht, naja, vielleicht entwickelt sich bei ihm wieder was betrifft. Könnte das sein? Ich glaube es nicht. Du glaubst es nicht? Ich glaube es nicht. Und das heißt, du wirst für dich jetzt erstmal beobachten, wie deine Gefühle sich entwickeln zu der Frau? Zu der neuen Frau. Zu der neuen Frau? Ja, die stehen ja eigentlich fest. Also auch wenn es erst zu kurz ist. Ich habe das auch noch nie erlebt. Aber
Das hat aber im Prinzip sind die Entscheidungen bei dir gefallen, ne? Die sind definitiv gefallen. Ja, ja. Die Frage ist halt nur, wie mache ich es, ohne dass ich irgendwie jetzt was falsch mache. Aber ich kann nur alles falsch machen. Ja, also du wirst über kurz oder lang, ich glaube schon in Bälde nochmal das Gespräch aber richtig auf den Tisch legen müssen mit deiner Frau. Und dann müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden, um eine Regelung zu finden. Ja. Im Sinne des Kindes. Das ist klar. Aber dann ist auch klar, dass die wirklich mich komplett ausnehmen kann, ja, was jetzt auch so das Finanzielle betrifft und alles. Ja. Ich würde mal gerne, Stefan, dass eine fachkundige Stimme dazu kommt noch. Mhm. Meine Psychologin, die Magdalena, hat mir zugehört. Gerne. Dass sie das Ganze auch nochmal von ihrer Sicht dir wiedergibt und dir vielleicht auch einen Aspekt noch sagt. Ja, machen wir. Gerne. Dann legst du bitte auf, Magdalena ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Ich bedanke mich Tschüss. Bei dir. Tschüss. Hier ist Julia. Julia ist 28 Jahre. Hallo, Julia. Ja, hallo. Hallo. Weswegen rufst du an, Julia? Ja, ich rufe an. Das sind halt so eine Geschichte. Seit 8 Jahren bin ich essgestört. Das heißt, ich habe bulimische Magersucht. Mhm. Und ich habe schon seit 4 Langzeittherapien hinter mir. 4 Langzeittherapien? Ja. Was heißt Langzeittherapie? Wie lang? 3 Monate. Also so circa zwischen 8 und 14 Wochen. Das ist ja gerade nicht so lang. Doch, für Essgestörte schon. Also normalerweise darf man bloß 3 Monate bleiben in einer Klinik und dann... Ach, in einer Klinik. Achso, ich verstehe. Okay. Ja, und jetzt zur Zeit sieht es bei mir halt so aus, dass man mich halt aufgegeben hat. Mhm. Die ganzen Ärzte, die meinen, ich sei jetzt untherapierbar. Mhm. Naja, und ich fühle mich jetzt einfach ganz schön allein gelassen. Ja. Weil einerseits will ich schon gesund werden, aber... andererseits auch nicht. Warum nicht? Also ich weiß es nicht, man kann es sehr schwer beschreiben. Ich tue alles dafür, um zu sterben. Mhm. Ich kann einfach diese Essstörung nicht aufgeben. Willst du sterben? Sagen wir es mal so, ich hätte nichts dagegen. Ich habe keine Angst vorm Sterben, gar keine. Du hängst auch in keiner Weise am Leben? Nein. Mhm. Warum nicht? Ich weiß nicht wofür, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich bestrafen muss. Es darf mir nicht gut gehen. Mhm. Und wenn ich diese Essstörung aufgebe, wird es ja automatisch heißen, dass es mir gut geht. Mhm. Und das darf es nicht. Ich weiß aber nicht wieso, frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Gibt es etwas im Leben, am Leben, das du schön findest? Ja, natürlich. Ich habe auch Wünsche, ich habe auch Träume. Ich habe eine erwachsene Tochter. Oh. Wie, du hast eine erwachsene Tochter mit 28? Ja, die ist 9, die wird 10. Die wird 10? Die lebt aber mit meinem Ex-Mann. Mhm. Ich musste sie vor 2 Jahren, als ich in die 3. Klinik kam, dahin geben. Ja. Da habe ich gedacht, ich hole sie nach 3 Monaten, dann bin ich gesund. Ja. Ich kam raus, nicht so gesund, wie ich es mir dachte, und dann ging es mir immer noch schlechter. Und da habe ich dann... Viele meinen, ich sei Rabenmutter, aber ich glaube, ich habe doch das Richtige gemacht. Ich habe sie bei meinem Ex-Mann gelassen. Wie oft hast du denn zurzeit deine Fressanfälle? Die habe ich also 2 bis 3 Mal nachts. Also ich habe Nacht zu Tag gemacht, aber Tag auch Tag sein lassen. Das heißt, ich schlafe so circa 1 Stunde am Tag. 1 Stunde am Tag? Mhm. Das hält ein Mensch aus über längere Zeit? Oh, man ist sehr stark. Würde ich diese Stärke in andere Richtung lenken, wäre schon längst gesund. Das sagen mir auch viele. Mhm. Also im Moment geht es mir wirklich so schlecht. Also so wenig gewogen habe ich noch nie. Wie viel wiegst du im Moment? Zwischen 36 und 37 Kilo. Also ich habe Angst, mich auch zu wiegen. Ich habe zwar eine Waage, aber ich bin nicht diese normale Magersüchtige. 36 Kilo? Tag wiegt. Nein, ich habe Angst vor der Waage. Also ungefähr 36 Kilo bei... Genau, bei 1,71 Meter. Oh. Und ich war jetzt vor einer Woche im Krankenhaus, im normalen Krankenhaus, aufgrund dessen, weil meine Kaliumwerte so schlecht waren. Mhm. Und Kaliumwerte bedeutet ja, du kannst von jeder Minute auf die andere sterben. Mhm. Dein Herz gibt einfach aufzuschlagen. Mhm. Nach 2 Tagen war ich schon draußen. Mhm. Die haben gesagt, es tut mir leid, wir können Ihnen nicht helfen. Mhm. Die Fachklinik, die ich mir ausgesucht habe, die bietet jetzt was Neues. Das heißt Hypnose, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Die hat eine Grenze von 41,9 Kilos für mich. Was heißt 41,9? Also erst dann darf Gewicht. Ich kommen. Ach so. Mhm. Und davor nicht. Mhm. Und das wäre kein Anreiz für dich, diese 41 zu schaffen, um dann dort in diese Klinik zu gehen? Nein, ich
brauche aber Hilfe, ich brauche Zwang. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, wo ich das finde. Das heißt, du brauchtest wirklich, du müsstest unter Zwang zunehmen. Ja, also so, dass du dich nicht erwehren kannst. Ich habe meinen Hausarzt am Samstag mal angerufen und habe gesagt, tun Sie bitte was, ich gebe alles ab, die ganze Entscheidungsfreiheit, machen Sie was. Mhm. Mhm. Er glaubt aber immer noch, dass er mit Medikamenten mich irgendwie noch so hinkriegen würde. Mhm. Aber ich habe das auch heute meinem Freund, den ich jetzt seit anderthalb Monaten ja, habe. Ich muss mal zwangseinweisen, weil für mich. Ja, ich muss mal unterbrechen, die Sendung ist gleich vorbei. Leg bitte auf, wir rufen sofort gleich wieder an. Okay? Okay, gut. Bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen am Samstag, 11:45 Uhr, Gabi Köster bei mir zu Gast. Bis dahin, tschüss.